Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Ausgabe 2013 eurer DEA. Heute begrüße ich euch direkt hier aus unserer Ecke, ja, und möchte euch direkt einen kleinen Jahresrückblick zuteil werden lassen. Wir gucken mal, was ist eigentlich in den vergangenen 12 Monaten in der DEA so los gewesen. Ja, wir haben ja im April 2012 angefangen, da kam unsere erste Folge raus am 14. April 2012. Dann haben wir noch 9 Monate DEA gemacht in 2012 und jetzt 12 Monate DEA 2013 und 2014 geht es fleißig und munter weiter. Ja, heute werden wir euch ein paar Lernthemen noch andienen, gar keine Frage, aber auch ein bisschen Unterhaltsames so zum Abschluss, ja, bevor es mit Silvester in 2014 geht. Ja. Liebe Gemeinde, 24 Folgen haben wir gehabt, inklusive dieser, die ihr jetzt gerade schaut, 2013. Das ist eine Menge Holz, also 2 Folgen im Monat. Ich konnte das gut einhalten, etwa alle 14 Tage eine neue Folge rauszuhauen. Ja. Und wir haben auch ein neues Tochterformat etabliert, oder das heißt etabliert, wir sind dabei, wir haben es jetzt eingeführt, psychoaktiv kompakt. 2 Folgen sind erschienen. Drogenbildung in 5 Minuten. Psychonautische Quickies. Und das habt ihr auch wirklich gut angenommen. Gerade die Folge 1 zum Thema Polizeikontrolle, was tun, die wurde sehr oft geklickt. Und da werden wir in Zukunft noch mehr Folgen natürlich bringen. Immer maximal 5 Minuten so für die Pause zwischendurch. Ja, zurzeit bereiten wir dann ein geiles Thema vor. Geht um die Niederlande und die dort gängige Praxis. Ja, aber da will ich nicht mehr verraten. Ja, was ist gewesen im vergangenen Jahr? Folge 15 war ja die erste Folge in 2013 eurer DEA. Moin, moin, liebe DEA-Gemeinde. Zur ersten Folge im Jahr 2013 unserer DEA Drug Education Agency. Ja, genau, lieber Ernst, vielen Dank. Und da ist auch unser Lars Knacken, unser lieber Kollege David, zum ersten Mal zu uns gestoßen. DEA Comedian, der seitdem ganz schön polarisiert. In Folge 16 kam dann unser Korrespondent und Mitstreiter Stefan Müller hinzu, keinwiedpass.de. Den Stefan hatte ich vorher Wochen und Monate malträtiert und gequält und gesagt, dass er doch bitte bei uns mitmachen möge. Und ach, er wollte nicht. Und vor der Kamera so, ah, oh nee, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, das will ich eigentlich gar nicht, hat er gesagt. Heute ist er einer unserer erfahrensten Korrespondenten und liefert die Beiträge fix und fertig direkt bei mir ab. Da muss ich kaum noch Hand anlegen, meistens gar nicht. Stefan macht das sehr gut. Ich finde, er ist sehr telegen. Ja, und in Folge 16 war er zum ersten Mal dabei. Das sah dann so aus. Hallo liebe DEA-Gemeinde, ich bin Stefan von KaiWiedPass und ich möchte euch ein wenig von meinem Projekt erzählen. Ja, wir wollen nicht alle Folgen durchgehen und so gucken, was waren so die Highlights. Also Ernst war zum Beispiel, unser Ernst Mehrbeck war in China, war in einer Bongfabrik. Das haben wir euch in Folge 18 gezeigt. In Folge 19 hatten wir dann unser großes und sehr beliebtes Vaporizer-Special. Da hatten wir, glaube ich, auch 2 insgesamt von, da bin ich gar nicht ganz sicher. Aber jedenfalls war das auch ein Renner, das kam bei euch sehr gut an. Und in Folge 20, ja, da hatten wir gleich 2 Themen, die bei euch eingeschlagen sind. Einmal unser Beitrag von Panama Klaus Detering über Coca und Cola, ja, unser ethnobotanischer Beitrag direkt aus Panama und dann die Frage- und Antwortrunde, wo ich beantwortet habe, was eigentlich die entheogene Reformation ist und wieso die so wichtig ist. Wir Menschen müssen uns letztlich einfach, schlicht und ergreifend irgendwann, um voranzukommen, rückbesinnen. Das ist vonnöten. Und das ist letztlich das, was wir mit entheogener Reformation meinen. Dazu gehört eben auch die Erkenntnis, dass eine Prohibition, ein Kampf gegen psychoaktive Substanzen von letztlicher Sinnlosigkeit gekrönt ist, weil, und das predige ich ja auch immer und immer wieder, eines meiner zentralen Themen, die ganze Welt
voller Psychoaktiva ist und mit diesen, nur mit diesen überhaupt funktioniert. Rein chemisch betrachtet geht es gar nicht ohne. Genau, das ist bei euch damals sehr gut angekommen. So wie so manche Frage- und Antwortrunde, die mir auch immer wieder ganz schön Spaß macht. Ja, vielen Dank für eure rege Beteiligung da auch. Ja, Folge 21 hat die DEA dann einjährigen Geburtstag gefeiert und da haben wir auch die Korken knallen lassen, ganz klare Kiste. Da hatten wir einen Highlight-Beitrag von Crowd Control, bislang leider der einzige, zum Thema Grasstrecken mit Düngemitteln. Ja, und in Folge 22 haben wir dann wieder Zuwachs gehabt, da kamen nämlich unsere beiden Korrespondenten Olli mit seiner Psychedelic Education und der Manuel dazu. Mein Name ist Oliver Demel, ich bin 32 und ich beschäftige mich seit etwa 15 Jahren mit psychoaktiven Pflanzen und Substanzen und mit den damit verbundenen Gefahren und Wirkungen. Ich bin eigentlich Physiotherapeut, bin Cannabis-Patient und arbeite seit knapp einem Jahr ehrenamtlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin für Dr. Franjo Grotenherm. Und in Zukunft möchte ich euch hier die IACM-Informationen präsentieren. In Folge 23 hatten wir dann unser erstes Bong-Special. Das ist genauso gut angekommen bei euch wie das Vaporizer-Special. Hat auch viele kontroverse Diskussionen losgetreten. Was sind gute Bongs, was ist die richtige Rauchtechnik und so weiter und so fort. Und da hatten wir dann in Folge 24 gleich das nächste. Und die Folgen 25, 26, 27 und 28 waren dann sozusagen dominiert vom Vortrag des US-amerikanischen Psychotherapeuten Ralf Metzner. Ja, Ralf Metzner gehörte ja zum psychedelischen Trio der Harvard-Universität, damals zusammen mit Timothy Leary und Richard Alpert alias Ram Dass. Und da haben wir in vier Teilen den ganzen langen Vortrag von Ralf von der NTO-Vision gebracht. Das hat euch auch gut gefallen. Und hier hatte ich ja versprochen, dass da der gesamte Vortrag, der Komplettbeitrag, als Nachtschattentelevisionsbeitrag mal erscheinen wird. Und das wird auch jetzt im neuen Jahr der Fall sein, habe ich gerade mit Roger besprochen. Ja, dann hatten wir weiter in Folge 28 wieder ein Bong-Studio und in Folge 29 haben wir uns mit der Hanfparade beschäftigt, war so eine Art Special oder ein Quasi-Special Hanfparade in Berlin. Die war ja in 2013 wirklich gut, 6.500 Besucher. Das war ein Rekord im Vergleich zu den Vorjahren. Es waren natürlich Hanfparaden schon mit deutlich mehr Teilnehmern, aber in den vergangenen Jahren war es doch meistens weniger. Und so hatten wir dieses Jahr also wirklich eine erfolgreiche Hanfparade. Und deshalb haben wir in Folge 30 auch nochmal über die Hanfparade berichtet und hatten dann zwei Beiträge, die bei euch explodiert sind. Also auf diese beiden Beiträge, die in Folge 30 dann noch kamen, habe ich so viele Zuschriften bekommen wie noch nie. Das war einmal der Beitrag über Panama Red, die legendäre Cannabis-Sorte aus Panama und insbesondere die Frage- und Antwortrunde zum Thema Changa. Was ist eigentlich Changa? Rauchbares Ayahuasca. Also das war, glaube ich, einer der absoluten Highlight-Beiträge der DEA bisher überhaupt. Dass es keine oder kaum Literatur zu Changa gibt, hat einen Grund. Es handelt sich hier um kein uraltes, traditionelles oder traditionsbehaftetes, psychoaktives, schamanisches Werkzeug, sondern Changa ist ein relativ modernes Phänomen und wurde so um die Jahrtausendwende, so um 2000, ein bisschen früher, ein bisschen später, keine Ahnung, in Australien sozusagen erfunden. Ja, in Folge 31 haben wir dann den Dr. Franjo Grotenherm vom IACM, von der IACM besucht und dort ein Interview mit ihm gehabt. In Folge 32 kam das Thema DXM, Dextrometorphan, bei euch ganz besonders gut an. Und in Folge 33 Olivers Psychedelic Education zum Thema 5-Methoxy-AMT. Auch das ein kleiner Publikumsrenner. Ja, in Folge 34, da war wieder einiges los. Da hatten wir den Ed Rosenthal auf unserer Interview-Couch. Da hat der Stefan einen tollen Bericht über seine holländische Lieblingsstadt Enschede gegeben. Und wir hatten die verrückte Moderatoren-Couch von der Kultiva, auf der ich zusammen mit Steffen Geier, Micha Knoth und Mario Danne von Blunt TV gesessen habe. Ja, Folge 35 dann ein totales Highlight, der Bericht über Ketamin und auch Ollis Psychedelic Education zum Thema 2CB. Ja, da haben wir es auch schon fast. In Folge 36 ist zum ersten Mal die Grüne Hilfe mit ihrer neuen Rubrik Grüne Hilfe aktuell aufgetreten. Der Joost Lessmann, der auch heute wieder einen Beitrag beisteuert zum Thema
aktive und passive THC-Werte. Das werden wir dann gleich gucken. Und vorige Folge 37, Weihnachtsausgabe, hatten wir zum ersten Mal DEA-exklusiven Hip-Hop. Das werden wir in Zukunft auch noch öfter bringen. Da bin ich am Klamüsern mit drei Rappern mittlerweile. Da machen wir ein bisschen was. Ach, aber da will ich gar nicht viel verraten. 2014 wird es abgehen. Ja, gesagt hatte ich schon, Psychoaktiv Kompakt ist draußen. Ja, guckt euch das mal an, falls ihr das noch nicht kennt. Auch da werdet ihr in Zukunft noch einige Folgen sehen. Da werden wir gucken, dass wir es richtig krachen lassen. Ja, und dann möchte ich euch jetzt nach diesem kleinen Rückblick, es war doch wirklich ein sehr interessantes Jahr der DEA, möchte ich euch noch zwei Sachen kurz vorstellen. Zum einen passt jetzt wie die Faust aufs Auge, das neue Jahr beginnt und der Hanfkalender von unserem Freund Lars Knacken ist fertig. Den bekommt ihr im Headshop eures Vertrauens, hoffe ich. Ja, so sieht er aus. Der Hanfkalender 2014 wird ab jetzt jedes Jahr rauskommen. Ja, und sollte in keiner Stube, in keinem Büro, in keinem Aktivistenhaushalt fehlen, liebe Gemeinde. Das ist das eine. Soweit ich weiß, kostet er noch nicht mal was. Wenn ihr im Headshop seid und den irgendwo kriegt, dann ist es meines Erachtens kostenlos. Ich kann mich aber auch täuschen. Und dann gibt es noch was. Clean You hat mir was geschickt, jetzt ein Weihnachtsgeschenk. Der liebe Mai von der Firma Clean You hat mir ein neues Captain Mittelstrahl, ein Captain Mittelstrahl Devotionalien sozusagen geschickt. Und zwar die brandneuen Hack- und Ziehkarten. Ja, kann man das sehen? Ich zeige sie mal so. Ne, so. So. Ja, und er hat mir also hier gleich einen ganzen Stapel geschickt. Ne, so kann man es sehen. Auf das ich daraus also vermutlich mal ein Kartenhaus basteln soll. Mache ich vielleicht mal bis zur nächsten Folge und zeige euch das dann hier. Ja, könnt ihr auch mal gucken bei Clean You auf der Internetseite. Nee, gar nicht. www.captain-mittelstrahl.de. Da könnt ihr gucken, ob ihr nicht diese Limited Edition Hack- und Ziehkarten zum Kartenhäuser bauen bekommen könnt. Auch hier weiß ich nicht, ob die kommerziell irgendwie verfügbar sind oder ob das reine Werbegeschenke sind. Das ist mal was für euch zum Recherchieren, liebe Zuschauer. Ja. Und damit geht's jetzt weiter mit unserem nächsten Beitrag. Ich hatte es eben schon gesagt, Grüne Hilfe aktuell. Heute geht's um aktive und passive THC-Werte. Ja, was ist das eigentlich? Wenn ich also angehalten werde und es wird mir Urin oder Blut entnommen, was wird da eigentlich getestet und was ist das alles? Der Jost erklärt's mal. Hallo, liebe DEA-Gemeinde. Willkommen zum dritten Teil. Die Grüne Hilfe aktuell. Heute, wie beim letzten Mal auch angesprochen, zum Thema aktiven und passiven THC. Warum thematisiere ich das? Es ist eine ganz häufige Frage, die uns immer wieder am Telefon gestellt wird. Warum bekomme ich ein Bußgeld, obwohl ich doch am Straßenverkehr zwar teilgenommen habe, aber doch schon mehrere Tage nicht mehr konsumiert habe? Warum ist es eigentlich anders als beim Alkohol? Das hängt damit zusammen, dass der Gesetzgeber sowohl nach aktivem wie auch passivem THC sucht. Was bedeutet das also? Beim aktiven THC geht es darum, dass festgestellt wird, wann man das letzte Mal konsumiert hat. Das kann man relativ genau über eine Blutuntersuchung machen. Was sie allerdings noch tun, ist, auch den passiven Wert, nämlich die THC-Carbonsäure, zu messen. Daran lässt sich festmachen, wie häufig man konsumiert hat in den letzten Wochen oder auch Monaten. Das Problem daran ist, dass sich THC sehr lange im Körper abbildet, nämlich im Fettgewebe, und dadurch es sehr lange braucht, bis es aus dem Körper wieder hinaus transportiert worden ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Cannabis. Es gibt keine andere Substanz, die so lange im Körper bleibt. Und das macht natürlich es auch unheimlich schwierig, da der Gesetzgeber halt nicht nur nach aktivem, sondern auch nach passivem THC guckt, kann es durchaus passieren, dass man schon nach relativ langer Zeit, wo man nicht mehr konsumiert hat, trotzdem noch Probleme im Straßenverkehr bekommt. Die zweite Frage, die dazu immer wieder gestellt wird, ist, wie lange dauert es eigentlich, bis sich THC im Körper abgebaut hat? Da gibt es leider keine so wirklich eindeutige Antwort drauf, da der menschliche Körper da eine ganz große Rolle spielt und die Verdauung und auch der Stoffwechsel. Das heißt,
Man kann so eine Faustregel aufstellen, hat jemand einen sehr guten Stoffwechsel, dann geht es schneller, THC abzubauen, hat jemand einen langsamen Stoffwechsel, dann dauert es auch etwas länger. Genauso kann man sagen, da sich ja THC im Fettgewebe abbildet, dass Menschen, so wie ich, die etwas dicker sind, länger brauchen als Menschen, die dünner sind. Das sind so nach meiner Erfahrung so die einzigen Sachen, die man so ungefähr sagen kann. Ansonsten hat es mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun und da ist dann halt auch die ganz große Ungerechtigkeit in unserem oder in dem System der Bundesrepublik und in der Praxis von der Feststellung von aktivem und passivem THC. Daher fordert ja auch die Grüne Hilfe neben ganz vielen anderen Verbänden auch, dass der aktive Wert höher gesetzt wird, der Grenzwert ist momentan bei 1 Nanogramm pro Milliliter, der ist viel zu niedrig, der muss höher sein und dass nicht nach Abbauprodukten geguckt wird oder wenn schon, dass dann auch dort die Grenze, die liegen momentan, ist zwar nicht wirklich festgeschrieben, aber man kann so sagen zwischen 25 und 30 Nanogramm pro Milliliter, ab dann spricht man von einem regelmäßigen Konsumenten. Solche Regelungen müssen weg, es darf nicht sein, dass Menschen, die vor mehreren Tagen oder mehreren Wochen konsumiert haben, immer noch das Problem mit dem Führerschein haben. Okay, das war's dann erstmal zum Thema aktiven und passiven THC. Jetzt wünsche ich euch ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein und lasst uns das Jahr 2014 so beginnen, wie das Jahr 2013 endete, nämlich mit vielen kraftvollen Aktionen für die Legalisierung von Cannabis. Soweit von mir. Alles Liebe, euer Jost. Tschüss. Ja, vielen Dank, Jost, für diesen schönen Beitrag. Ich freue mich schon auf die kommenden Folgen deiner neuen Rubrik. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr einige Folgen des vergangenen Jahres oder auch der vergangenen 2 Jahre nicht gesehen habt, dann holt das mal nach, geht mal auf den Kanal, da findet ihr alle Folgen. Bestenfalls abonniert ihr den Kanal auch und möglicherweise auch den Newsletter auf meiner eigenen Website markusberger.info, denn da gibt es zusammengefasst immer alles, was ich an Output so raushaue. Alle 14 Tage die gesammelten Infos zu meinen neuesten Videocasts, Texten, Büchern, Forschungen und so weiter und so fort. Servus, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem letzten Beitrag für dieses Jahr geht es um 3-Meo-PCP. Wie der Name schon verrät, ein PCP-Derivat gehört somit zur Stoffgruppe der Arylcyclohexylamine. 3-Meo-PCP oder auch 3-Methoxyphencyclidin ist die Abkürzung für 3-Methoxyphenylcyclohexylpiperidin. Von der chemischen Struktur her nahe verwandt mit anderen Substanzen wie zum Beispiel 4-Meo-PCP, Ketamin, PCP oder auch Methoxethamin. Durch das immer mehr ausufernde Verbot von MXE steigt die Nachfrage nach anderen dissoziativ wirkenden Substanzen immer mehr an, weshalb auch 3-Meo-PCP in letzter Zeit immer populärer wird. 3-Meo-PCP wirkt nachweislich als NMDA-Rezeptor-Antagonist. Außerdem soll die zugefügte 3-Methoxy-Gruppe die unangenehmen Wirkungen, die PCP eigentlich mit sich bringt, verhindern und zu einer deutlich schmerzstillenden und freundlicheren Wirkung führen. Die Substanz an sich, ihre Wirkungen und Nebenwirkungen sind nur wenig erforscht, weshalb man sich bis jetzt auch hauptsächlich nur an den Erfahrungen von Konsumenten orientieren kann. Es wird oftmals eine durchschnittliche Dosierung von 2 bis 20 Milligramm und eine Wirkdauer bis zu 24 Stunden angegeben. Die Wirkung und Wirkdauer ist sehr stark abhängig von Dosis, Set und Setting. Außerdem muss man bedenken, dass Substanzen aus dieser Stoffgruppe teilweise auch noch mehrere Wochen nach der eigentlichen Wirkung im Körper sind, weil sie sich nur sehr schlecht abbauen, was auch der Grund für die starke Kreuztoleranz unter den einzelnen Substanzen sein dürfte. 3-Meo-PCP flutet bei oraler Einnahme sehr langsam an und es kann sich bis zu 3 Stunden hinziehen, bevor man die ersten eindeutigen Anzeichen einer Wirkung verspürt. Wenn man die Substanz über die Nasenschleimhäute aufnimmt, setzt die Wirkung in der Regel unmittelbar ein. Allerdings ist die Gefahr einer Überdosierung aufgrund der gering benötigten Menge um einiges höher. Die Substanz löst im Vergleich zu MXE und besonders im Vergleich zu Ketamin eindeutig weniger motorische Beeinträchtigungen aus. In niedrigen Dosierungen wirkt 3-Meo-PCP meist beruhigend und sedierend, dazu schmerzlindernd.
höher dosiert, kommt es da meist dazu, dass man seine Hemmungen verliert. Es wirkt stark stimulierend und euphorisierend. Bei geöffneten sowie bei geschlossenen Augen kommt es dann häufig zu starken Visualisierungen. Häufig kommt es zu einem stark veränderten Körpergefühl, welches sich auch teilweise den bei geschlossenen Augen den sich bewegenden Farben und Mustern mit anpasst. Es kommt zu einem veränderten Zeitempfinden, zu einem dissoziativen Empfinden, teilweise auch zu Pseudohalluzinationen. Mitunter kann es auch zu einem plötzlich stark veränderten Verhalten sowie zu unkontrollierbaren Handlungen kommen, was die Substanz sehr unberechenbar macht. Neben diesen unerwünschten Effekten kommt es auch oftmals zu einem erhöhten Herzschlag bzw. zu Herzrasen, zu Sprach- und Motorikschwierigkeiten. Es kann zu Desorientiertheit und Verwirrung, zu Angstzuständen bis hin zu Wahnvorstellungen kommen. Es kann zu dem Gefühl kommen, dass man seinen Körper nicht mehr wahrnimmt, was für unerfahrene Konsumenten sehr beängstigend sein kann. Außerdem kann der Konsument in eine Art Tagtraum verfallen, wo er meist nicht mehr ansprechbar über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle ausharrt, dazu meist jegliche Hilfe ignoriert bzw. nicht mehr wahrnimmt. Dieser Zustand wird auch als katatonischer Zustand bezeichnet. Es ist generell sehr schwierig, die Wirkungen und Nebenwirkungen einer Substanz komplett zu beschreiben, was häufig daran liegt, dass es für das Erlebte oftmals einfach keine Worte gibt. Da muss man erwähnen, dass der Mischkonsum mit Cannabis die Wirkung sehr verstärkt. Oftmals tritt die Wirkung von 3-Meo-PCP erst so richtig ein, nachdem Cannabis konsumiert wurde. Das gleiche kann man auch bei Mischkonsum von Methoxetamin mit Cannabis beobachten. Man sollte wirklich sehr vorsichtig sein im Umgang mit PCP bzw. Ketamin-Derivaten. Diese ganzen Substanzen zählen mit zu den potentesten und zu denen, die mit am tiefsten in das Unterbewusstsein eindringen können. Es können Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein geholt werden, was oftmals ein komplettes Leben von heute auf morgen total umkrempeln kann. Es kommt oftmals auch noch wochenlang nach dem letzten Konsum zu depressiven, oftmals aber auch zu paranoiden oder aggressiven Verstimmungen. Selbst Konsumenten mit viel Erfahrung im Umgang mit Psychedelika geraten hier oftmals an ihre Grenzen. Außerdem besteht bei diesen ganzen Substanzen vermehrt die Gefahr von Verunreinigungen und Syntheserückständen durch die sehr toxische Substanz PCC, welche oftmals für die Herstellung als Ausgangsstoff verwendet wird. In den letzten Wochen tauchte vermehrt eine auffallend günstige und Berichten zufolge vermutlich stark verunreinigte Charge 3-Meo-PCP beim Händler auf. Es ist also wirklich äußerste Vorsicht geboten. Zuletzt muss man noch sagen, 3-Meo-PCP löst bei häufigerem Gebrauch eindeutig psychische Suchtsymptome aus. So Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe eurer Drug Education Agency. Bleibt sauber. Tschaußen. Am Anfang des Jahres war meine Hanfpuppe Kiffi noch reine Fiktion, ja? Und ich habe es dann geschafft im Laufe des Jahres mich selbst und einige Leute so zu begeistern, dass wir halt das Geld zusammenbekommen haben, um Kiffi, die sprechende Weedpflanze, ja wirklich zu manifestieren. Und die Puppenbauerin Katrin Burgit aus Norddeutschland hat sich bereit erklärt, ja auch eine solche Puppe zu bauen. Und ja, so hat Kiffi im August dann praktisch 2 Tage vor der Hanfparade den Weg zu mir gefunden und war pünktlich zur Hanfparade einsatzbereit. Also super coole Sache, also für mich gewesen. Eine andere Sache war die NTO-Vision, ja, und das erste Mal für mich, dass ich mich praktisch wissenschaftlich mit Drogen auseinandergesetzt habe, außer dass ich jetzt selber vielleicht mal ein Referat geschrieben habe oder einen Artikel oder sowas. Sehr coole, tolle Sache. Ich hoffe, ich bin auch bei der nächsten NTO-Vision wieder dabei. Und was sonst noch für mich wichtig war, 2013 war auf jeden Fall die Dampfparade. Ja, auf der Dampfparade habe ich mich das erste Mal wirklich wie ein Hanfaktivist gefühlt, weil ich einfach so viel Rückendeckung gehabt habe. Also jetzt auch, oder Leute, die mich kannten, Leute, die mich fotografiert haben, und also es wird immer mehr.
Und ja, dafür danke ich euch allen. Und natürlich auch der Drug Education Agency. Ich bin wirklich stolz darauf, ein Mitglied dieses feinen Haufens von Aktivisten zu sein. Und ich finde es schön, dass ich 2013 in die Drug Education Agency Familie wirklich richtig mit aufgenommen worden bin, dass ich meinen Platz gefunden habe. Und ja, ich will jetzt auch nicht um den heißen Brei rumlabern und irgendwas, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall super. Hanfparade war richtig schön. Unterdrücken will, ist mein Urlaub. Ja, ich habe jahrelang keinen Urlaub gemacht. Jetzt das erste Jahr mal wieder auf Gran Sativa gewesen. Ja, und das ist einfach, ist einfach schön, mal wieder Urlaub zu machen. Deswegen, bleibt cool, stay tuned, Rock'n'Roll! Ja, liebe Gemeinde, und damit kommen wir zum dritten und für heute letzten Block, nicht nur für heute, für dieses ganze Jahr. Und da zeigen wir euch jetzt mal ein paar schöne, ausgewählte und auch einige noch gar nicht veröffentlichte Outtakes, Pannen, die uns so passiert sind, ja. Und dann lasst euch mal überraschen, was dann da noch so kommt. Ein bisschen was ist es noch. Und ja, damit verabschiede ich mich bis ins neue Jahr. 2014 sehen wir uns wieder, Mitte Januar, Ausgabe 39. Ja, geht's einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ist ja auch nichts gewesen, wird ja auch nichts gewesen sein, hoffentlich. Bis dahin. Bleibt uns treu, abonniert unseren Kanal bitte, liked uns auf Facebook und bestellt auch meinen Newsletter. Wäre toll, würde ich mich freuen. Und ich glaube, es wird auch euer Schaden nicht sein. Sagt weiter, dass es die DEA gibt. Bleibt uns auch weiterhin gewogen, liebe Zuschauer. Tolle Silvester wünschen wir euch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis 2014. We see us. Bis dann. Tschüss. Das Knacken. Klappe 1. Nochmal, Leute. Yeah, das ist DEA. Lars Knacken. Klappe 1. In Utrecht. Und wir haben heute drei recht ausgefallene Bons, die wir euch ganz gerne vorstellen würden. Ja, und zwar ist das vom Coffee Shop Pet and Nature zur Verfügung gestellte Bons. Das war jetzt total scheiße. Oh, Coffee Shop! Hab ich Coffee Shop gesagt? Echt? Ausgearbeitet wurde die Idee vom Stadtrat mit Stadtrats und Stadtratsmitglied. 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 Du hast ja aber auch scheiß Worte da heute eingebaut. Als Nebenwirkungen muss man als allererstes den stark erhöht. Was? Ja, das war Jörnisch. Ich kann übrigens jeden... Das war gut, aber bis ich baue ein Au. In diesem Jahr feiert die Regulierung des medizinischen Cannabis in den Ich hasse Niederlande. Warum muss dieses Land so einen scheiß Namen haben? Niederlande. Warum kann es in Polen keine Coffeeshops geben? Polen. In Polen, das kann man so leicht sagen. Nein, so einen Scheiß will ich gar nicht machen jetzt. Hey, hau ab hier! Das ist Privatsache. Bei erniedrigtem Blutzucker wird eine Katze aus dem Hintergrund springen. Meine Damen und Herren, hier ist wieder der Stefan von keinwiepass.de.
Habe ich euch etwa in der letzten Folge schon einen guten Rutsch gewünscht? Hab da wohl nicht dran gedacht, dass es 2013 noch eine Folge gibt. Ist aber auch nicht wirklich verwunderlich, denn für alles Organisatorische hier bei der DEA ist Markus verantwortlich. Und daher möchte ich an dieser Stelle nochmals meinen großen Respekt aussprechen, denn es ist wirklich eine Menge Arbeit, die ihr da macht, und für jede einzelne Folge. Und bei einem zweiwöchigen Veröffentlichungsrhythmus ist das echt eine Wahnsinnsleistung. Schön, dass du dir den Stress machst. Danke, Markus. Und wo wir schon beim Thema Stress sind, kurz vor Weihnachten gab es mal wieder eine Hiobsbotschaft aus den Niederlanden. Es geht um den Gerichtsprozess im Rat van Stade, der im Januar klären soll, ob der Ausschluss von Ausländern in den Coffeeshops gegen das niederländische Grundgesetz verstößt. Vor der Urteilsverkündung sollte jetzt der Generalstaatsanwalt Leen Kuijs seine Empfehlung aussprechen, und dies ernüchternd. Seiner Einschätzung nach verstößt der Ausschluss nicht gegen das Diskriminierungsverbot der Niederlande. Er beruft sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahre 2010, das ebenfalls den Ausschluss einer definierten Bevölkerungsgruppe, sprich aller Ausländer, nicht als schwerwiegende Diskriminierung ansah und den Kampf gegen den internationalen Drogenhandel und internationalen Drogentourismus als wesentlich wichtigeres Ziel ansieht. Mein Urteil dazu ist einfach: fick dich. Das, was ihr Drogentourismus nennt, ist eine falsche Drogenpolitik in den anderen Ländern. Und es ist eher als eine Art Nachbarschaftshilfe anzusehen. Der endgültige Richterspruch, der soll dann im Januar gefällt werden. Ein Richter muss sich natürlich nicht an das halten, was der Generalstaatsanwalt sagt oder was seine Einschätzung ist. Aber beeinflussen wird es den Richter natürlich auf jeden Fall. Wie sich der Richter denn entscheiden wird, das werden wir im nächsten Jahr sehen. Und natürlich werden auch wir hier bei der DEA und ich bei mir im Blog kalvinpass.de darüber berichten. Jetzt möchte ich euch aber wirklich einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und nächstes Jahr geben wir dann alle zusammen richtig Gas. Wir sehen uns 2014. Euer Stefan von kalvinpass.de. Aloha Zuschauer, hier ist wieder euer Jörn mit einem neuen spannenden Unterrichtsthema der Drug Education Agency. Eine Legende in Sibirien besagt, dass man durch den Verzehr vom Fliegenpilz die Distanz zu Gott überwinden kann, also durch den Fliegenpilz man Gott näher kommen kann. Und es gibt auch viele verschiedene germanische Legenden und Sagen, die darauf hindeuten, dass der Fliegenpilz dort verehrt wurde. So zum Beispiel eine über Wotan, also Odin, den Göttervater, der Gott der Magie und Ekstase, was ja schon sehr sinnbildlich ist. Dieser Wotan reitet einmal im Jahr mit seinem Gefolge durch die Wintersonnenwende, durch die Wolken und überall dahin, wo das rote Blut und der weiße Geifer seines Pferdes tropft, da wird 9 Monate später ein Fliegenpilz wachsen. Auch eine sehr interessante Legende, finde ich. Als Rauschdroge findet der Fliegenpilz sehr oft in der im sibirischen Schamanismus Verwendung, auch heute noch. Der Konsum von Fliegenpilzen sehr verbreitet, aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema für sich. Und obwohl der Pilz als giftig deklariert wird, sind so gut wie keine Todesfälle bekannt. Jonathan Ott hat mal im Rahmen einer Recherche nur einen einzigen dokumentierten Todesfall durch die Einnahme von Fliegenpilz finden können. Die Wirkstoffe sind Muscimol und Ibotensäure. Und der Wirkstoffgehalt, der kann sehr, sehr stark schwanken. Teilweise um den Faktor 100 und mehr. Also wirklich sehr stark schwanken. Kommt auf den Standort an, wo der Pilz gefunden worden ist, auf die Region, wo der Pilz gefunden worden ist, auf die Jahreszeit und auf die Witterungsbedingungen und noch einige Faktoren mehr,
die den Wirkstoffgehalt im Pilz beeinflussen, beziehungsweise beeinflussen können. Aber auch die Empfindsamkeit des Konsumenten selbst kann dazu führen, dass der Rausch als sehr stark oder eben sehr schwach erlebt wird. Konsumformen gibt es verschiedene. Man kann zum Beispiel mehrere Pilze in Wodka einlegen, die über mehrere Monate an einem warmen Ort gären lassen, also lagern lassen. Und da kann allerdings schon ein einziges Schnapsglas schon einen sehr, sehr potenten Rausch hervorrufen. Also wirklich Vorsicht mit solchen selbstgemachten Hexentränken und Druidentränken. Wie gesagt, der Wirkstoffgehalt des Amanita muscaria ist sehr, sehr stark unterschiedlich. Die abgezogene Haut des Pilzes kann auch getrocknet und geraucht werden, aber auch da spielt natürlich wieder der Wirkstoffgehalt eine ganz große Rolle. Und sollte nur sehr wenig Wirkstoff in der Haut vorhanden sein, kann es sein, dass selbst ein geübter Raucher nach so viel Rauchen, bis er nicht mehr kann, nur einen ganz, ganz leichten Rausch verspürt. Die üblichste Konsumform ist wohl das Essen des getrockneten Pilzes. Und hier ist es ganz anders als beim psilocybinhaltigen Pilz, der ja bei möglichst geringer Temperatur getrocknet werden muss, damit er seinen Wirkstoff voll entfalten kann. So muss der Amanita muscaria, also Fliegenpilz, bei einer hohen Temperatur getrocknet werden, luftgetrocknet werden, oder er kann auch gebraten werden. Oder man kann ihn eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch trocknen und reifen lassen. Dann erst wird die Ibuteensäure in Muscimol umgewandelt. Und das Muscimol ist wohl erheblich potenter als die Ibuteensäure und dazu eben auch um einiges verträglicher. Die Wirkung. Es tritt eine Benommenheit ein. Es kann sein, dass man in einen Dämmerzustand verfällt, in dem man sehr starke, farbige Visionen bekommen kann. Interessant fand ich im Hinblick darauf auch, dass es Berichte darüber gibt, von verschiedenen Mitgliedern von verschiedenen Gruppen, die teilweise Fliegenpilz konsumiert haben und dieselben Visionen hatten. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Die Wirkung tritt nach etwa 30 Minuten nach dem Verzehr ein und kann 5-6 Stunden lang ungefähr anhalten. Die Nebenwirkungen, ja, das können sein Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, eine Gangunsicherheit, Muskelzuckungen bis hin zu Krämpfen. Allerdings wird von diesen Nebenwirkungen überwiegend berichtet, wenn der Pilz eben frisch verzehrt worden ist. Da ist von der Einnahme des frischen Pilzes nochmals dringlichst abzuraten. Wegen diesen Nebenwirkungen, dem sehr stark schwankenden Wirkstoffgehalt, kann ich persönlich nur raten, den Fliegenpilz weiterhin als Glückssymbol zu sehen. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende meines kleinen Beitrages, nämlich das Glück. Ich wünsche euch für das neue kommende Jahr viel, viel Glück, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Jahr, ihr habt einen guten Start ins Jahr. Und vor allen Dingen in der Silvesternacht, stay cool, stay safe, macht's gut. Bis zum nächsten Jahr, euer Jörn. Ja. Du folgst mir jetzt? Ja. Achso, okay. Also hier ist unser großes Lager, die Halle, wo wir hauptsächlich packen. Gut, dann ganz locker. Ja. Moin, moin, Lili. Ich muss nach unten gucken, Augenblick. Ja. Übersetzt, dann sieht man die Haare. Ja, nee, ich hab's extra so eingestellt, dass man dich gerade so komplett drauf hat.
Du hast sage, ja... Ich sage Hi, liebes dir Publikum. Genau, richtig. Oder Salve. Du kannst auch mehr sagen, wenn du willst. Also das müssen wir halt jetzt ausmachen. Ja, genau.